So, herzlich willkommen vom Mittwoch. Der Basti ist gerade unterwegs. Macht Ding. Ich teste was. Da haben wir noch das Auspuff in der Raube. Wieder zwischen Stück bestellt, schneiden wir hier ab. Schneiden wir hier mal da ein neues Stück rein. Der David baut gerade die Ding zusammen. Den Endabtrieb. Wolf hat dann die Tür noch verstärkt, dass sie nicht immer verzieht. Und ja, dann ist schon alles zusammengeklopft. Jetzt kommen wir quasi außenrum noch die Schraube rein. Und dann nach Mittag werden wir es wahrscheinlich reinlupfen in Traube. Vielleicht ein bisschen filmen. Dann hat man die Dreidurchführung gemacht von dem Chefbagger und uns dafür entschlossen, die jetzt neu zu machen, nur abzudichten, weil wir immer noch auf das Ding warten und der Kunde der Bagger langsam braucht. Deswegen haben wir quasi das jetzt so gerichtet. Ja, ein paar Kleingeräte haben wir noch gemacht, da die Rüttelplatte, wo es sein könnte, hier. Da ist mal Kupplung am Sack und so. Und so ein paar Kleinigkeiten haben wir noch gemacht für Euronet. Ja, morgen geht's auf die Messe. Da muss so viel Filme wird es diese Woche nicht geben. Ich guck mal, was ich mir so zusammen bekomme. Ein paar Werkzeuge sollen noch kommen. Das werde ich auch noch zeigen. Hydraulik ist alles gekommen, genau. Unsere Einschrauber und so weiter. Werde ich euch dann auch noch zeigen. Was einräumen oder? Ja, was einräumen. Genau. So wie mal hierzu. Ich hoffe, jetzt nimmt es der Ton auf, weil ich habe jetzt hier 20 Minuten voll mit Content einfach löschen kann, weil der Ton nicht ging. Ich mache jetzt mal kurz Pause, guck, ob es geht. Wenn nicht, wird es komisch. Gut, es nimmt auf. Ich gehe nochmal mit euch nach in die Werkstatt, weil... Das ohne Ton, das kann ich euch nicht geben. Das ist echt schade, blöd und ja, ich weiß auch nicht, dass GoPro habe ich diese Woche nicht viel genommen. Hing am Laptop, ich mach's weg und da hat sich vielleicht irgendwas aufgehängt oder was weiß ich. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt da nochmal kurz geguckt, was ich alles gemacht habe. Ich habe ja nur ein Video gemacht diese Woche, wo ich drin geschworen habe, drei Spannen Zeitraffer. Wo man drin sieht, wie wir die Raube gemacht haben, am Ding haben wir noch
Am Montag haben wir noch ein Feuerwehrauto. Haben wir da neue Reifen drauf gemacht von der Feuerwehr Waldeburg. Danke für den Auftrag. Haben wir an einem anderen LKW noch Heller Original Arbeitsscheinwerfer nachgerüstet. Dienstag war der Basti viel unterwegs. Der David hat klar Schiff gemacht. Kurz reingucken, meine Zeitsteuerung, kann ich es euch genauer sagen. Ja, genau, da haben wir für Euronet und hat er die Drehdurchführung gemacht. Ja, genau. Jo. Und dann am Ding. War verdammt Stau unterwegs am Mittwoch, der Basti. Mittwochabend noch, das zeige ich euch jetzt mal, alles was draußen. Der Rolf war auch da diese Woche einiges. Hat zwei Klemmer gemacht. Hat eine Türe gerichtet. Was war noch? Irgendwas war noch. Ja, war noch was aufmessen. Da muss man dann mal nächste Woche nochmal hin, das ordentlich aufmessen. Genau. Was auch noch passiert ist, hier Hydrauliksarrest kommen. Extrem viel. Oder mal, ja, extrem viel. Das ist mal ein Teil. Der zweite Teil kommt auch noch dieses Jahr. Ja. Was ich vorhin noch gemacht habe, war die Pakete da vorne auspackt, guckt, was drin war. Dann habe ich euch noch hier erklärt hierzu eine Steuerung. Da habe ich dran rumgemessen, habe leider Fehler nicht gefunden. Wahrscheinlich irgendwie ein Platinedefekt oder sowas. Weil Spannung ist da, Notausschalter durch, Startknopf schaltet durch und mehr kann ich so eigentlich nicht prüfen, ohne genauere Details zu wissen über diesen Controller, Fernbedienung, kein Gaming-Controller. Was ist hier gekommen? Schade, dass ich das jetzt alles nochmal so zeigen muss, aber für den Liam, Azubi, erster Teil seiner PSA. Ein Helm und so weiter, hat jeder eigene. Ich gucke immer die mit Kopfhörer, weil wir viel im Steinbruch unterwegs sind und so weiter. Dass das ordentliche Schutzausstattung ist. Zwei Pack Bohrer, 5er, 11er halber. Die mit Dreikantschliff oben drauf habe ich da immer, weil die einen durchrutschen Baggerfutter. Zwei unterschiedliche Silberlote. Einmal mit Flussmittel, einmal ohne. Jo, genau. Dann hier. Nussset, Zollnüsse, 5 Sechzehntel, was weiß ich, 5 Achtel Nüsse und so weiter mit Antrieb und. Jo. Hier drüber wieder. Dann hier ein Reifenfüller, ein geeichter. Ich glaube sogar Pflicht, meine ich, bei Kfz-Werkstätte. Hier weiß ich es nicht, kann ich es euch echt nicht sagen. Weil ich habe einen alten oder älteren von Wirt, der zeigt an, was er will. Dann habe ich einen digital, habe ich es erst vor kurzem gekauft und der zeigt auch an, was er will. Nervt extrem. Und jetzt habe ich gesagt, ich kaufe mal ein geeichtetes Schweinetal, das Ding kostet 180 Euro. So ein dupliche Luftfüller. Ja, aber man braucht es eben. Und hier zum mit Schiebemuffe will ich mal probieren, ob es einen Wert hat. Anders wie die anderen Reifenfüller. Dann ist hier noch ein Fugenhobel gekommen, das ist quasi der Brenner, geht dann hier so gerade raus, nicht so abgewinkelt, also jetzt mal hin. Die Brennerspitze kommt dann quasi hier so raus, ist nicht so im rechten Winkel, sondern herzeigend. Ja, um Schweißnähte und sowas rauszuhobeln, versuchen. Das klappt, ja. Und mit Anschlüsse, da kommt unser Schnellkuppler drauf, habe ich auch bestellt. Genau. Dann hier einen großen Druckluftschlauch und ein Manometer zum gut zum richtigen Einstellen. Das will ich fest montieren an drei Fundiermaschine oder in die Nähe. Da kann man nämlich einstellen auf 4 Bar Füllmenge, lässt den Reifen dran. Und kann dann quasi schon mal der nächste montieren, dass man dann aufkalten wird. Was ist noch gekommen? Verschiedene BGS-Werkzeuge, hier Ölkännchen, dann ein Verlängerungskabel,
um Messungen zu machen, 15 Meter mit Grudilklemme. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Dann ist ein Öldruckmesser, ein Kompressionsmesser, also kein Kompressionsschreiber, ein Kompressionsmesser oder ein Kompressionsverlustmesser. Da kann ich quasi einspritzweise rausmachen, Adapter eindrehen, Druck drauf geben, so ein Bar oder zwei Bar, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie ich so gucke, aber eigentlich wahrscheinlich sogar mehr, dass man was sieht, um quasi rauszufinden, ob es unter, ob das Kuppelgehäuse rausgeht, also quasi sprich Kolbenringe schlecht sind oder die Laufbuchse verschlissen ist oder Kolbenverschlüsse ist oder ob ein Ventil nicht richtig schließt, sei es krumm, sei es verkorkt, ein Stück rausbrennt, hatten wir ja auch schon. Wie gesagt, ein Ein- oder Auslassventil und dann kann man diese Sache quasi rausfinden oder vielleicht sogar, normalerweise müsste man dann auch eine kaputte Kopfdichtung über das Kühlsystem dann sehen, aber da bin ich mir nicht ganz 100% sicher. Genau, das ist so ein Kit dazu, wie gesagt, und ein Öl. Öldruckmess, Messdruck zum Öldruckmesser. Ein Satz mit verschiedenen Adapterwinkeln, Schlauch und so weiter. Dass ich meine Hydraulik-Messuhren nicht einsaugen muss mit dreckigem Motoröl, weil die sind dafür auch nicht ausgelegt, diese Messuhren. Und ein Buchsenziehsatz für nasse Buchse, trockene Buchse, um quasi Laufbuchse zu ziehen. Ja. Dann hier vorne noch ein Sekundenkleber. Sekundenklebersatz. Genau. Hier noch ein paar Sachen aus der Argentinica, ein paar Sticker und so weiter für unseren Kühlschrank, der eigentlich nur noch so dasteht als Stickerwand. Aber eigentlich sich ganz gut macht. Ja, genau. Habe ich euch sonst schon irgendwas gezeigt im Video davor? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, ein paar fette Kabelbinder sind noch gekommen, relativ lange. Und auch starke und ziemlich dicke Kabelbinder. Dass man einfach auch mal einen Hydraulikschlauch oder sowas sauber verlegen kann. Oder halt ein großes Bündel an Kabel verlegen kann. Genau, ich weiß, habe ich euch das schon im Video davor gezeigt, hier mit dem. Mit diesem. Drehmomentwerkzeug von Gedore, um quasi Drehmomente anfahren zu können, spezielle oder halt auch zu lösen. Dann hier noch solche Akkuhalter von Milwaukee, auch noch mit dazu kommen. Hier noch ein bisschen so Kraft, jetzt auch so ein Eiskratzer und so ein Gruscht. Ja, das habe ich ein zweites Mal gemacht. Kommen sie leider nur auf 8 Minuten, das vorherige war 20 Minuten. Ich weiß nicht, was ich euch noch zu sagen habe. So, nervt mich extrem. Ach, den Lippe-Akschenkel wollte ich euch noch kurz zeigen. Genau. So. Hier, wie ihr es sehen könnt, hat es einen Sprühsteuerkopf, die Halterung weggerissen, leider Gottes. Mir werde das einmal probieren zu schweißen, weil ich denke, das wird nicht heben, weil es hier einfach relativ dick ist. Ja, schade darum. Brauchen wir den ganzen Akschenkel. Hat 6-7 Tage Lieferzeit. Ihr könnt sie hier sehen, hier sieht man ein bisschen der Rost schon so. Also, das hat schon länger einen Riss. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, was ist denn schon passiert? Wichtiges, nichts Wichtiges, Interessantes. Überleg's gerade, oh, fällt mir gerade so spontan noch nichts ein. Ach ja, was ich euch noch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass wir an Silvester wieder hier eine Party machen. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt gerne vorbei, würde mich freuen. Am 31.12. Beginn, wahrscheinlich so 22 Uhr, 21, 22 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn man euch sieht, wenn ihr vorbeikommt, auf den Schluck und mit uns das neue Jahr feiert. Ja, das wollte ich nur verkünden. Gibt es auch noch einen Insta-Post und WhatsApp-Status und so ein bisschen was. Aber das ist später mehr.
Hier gibt es eigentlich auch gerade kein Update. Ich muss hier mal wieder unbedingt klar Schiff machen. Und wir müssen mal wieder dringend klar Schiff machen. Hier sieht es wieder ganz ordentlich aus, sag ich mal, weil der Bagger hier raus ist. Und da haben wir wieder ein bisschen Platz und Zeit gehabt zum Aufräumen. Wie wir das aber alles in den Griff bekommen, müssen wir noch schauen, dass es einfach ordentlich aussieht, dass man das gut und ohne Probleme im Griff haben kann. Ja, genau. Dann mal Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Nächste Woche geht's weiter. Neuem Content. Ihr werdet sehen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.